weich und südlich, und die Sonne scheint mit ungewohnter Glut. Mein Name ist Jan Kobo. Ich bin Miteigentümer von Schloss Seehaus in Marknordheim. Meine Tante und ich haben das Schloss Ende der 90er Jahre von meinen Großeltern geerbt und es finden jährlich Konzerte und Veranstaltungen hier statt. Die größte von allen ist immer das Konzert im Rahmen des Fränkischen Sommers, das heute hier stattfindet. Sicherheit, glaub ich, hier zu finden. Mein Name ist Burkhard Kehring, ich bin Pianist und ich bin einer der Mitwirkenden hier bei diesem wunderbaren Schlossfest, und zwar als Liedbegleiter des Schlossherrn und Tenor Jan Kobo. Irgendwo im Mittagsglast schwebt singend eine Frauenstimme über dem See. Sonst Ja, wenn wir Konzerte im Rahmen des Fränkischen Sommers haben, dann haben diese Konzerte eigentlich immer den Charakter eines Events oder eines Happenings oder einer großen Party. Das ist nicht einfach nur ein Konzert, sondern das ist etwas ganz Spezielles. Also wir bemühen uns immer um eine Vielfalt bei den Konzerten. Bei den einzelnen Wandelkonzerten sollen unterschiedliche Gattungen und unterschiedliche Ensembles zu Gehör kommen. Dass heute Oldtimer da waren, hat ziemlich gut gepasst ins Programm, denn wir haben ja heute Musik des 20. Jahrhunderts gemacht. Ich habe in den Krenneck-Liedern sogar das Automobil besungen an einer Stelle. Doch lieber fahr ich aber Automobil, das geht schön langsam und man spürt das durchmessene Land. Es spielt nicht nur die Musik hier eine Rolle, sondern eben das ganze menschliche Beziehungsgeflecht. Und das erzeugt eine ganz besondere Spannung und Atmosphäre und Aura, würde ich sogar hochtrabend sagen.